David. Dann sag mal, wie oft hat er die Seife aufgehoben? Wenn du willst, kann ich auch deine Lieblingsnasti werden, schüchtern. Hab ich kein Problem mit. Bring mal mit. Wo ist er denn dein Lieblingsknast? Okay, ja, dann komm ich öfters besuchen als ihr, hm? Ihr kommt nicht öfter besuchen als wir. Na, ich hab noch einen Zweitjob, Jungs. Hm? Als ob. Wie jetzt? Da oben? Aber warum meint ihr denn, warum ich immer Handschellen dabei habe? Warte, was? Mach du Scheiße, Alter. Jungs, als Daueraufenthalt im Herz. Ich glaube, ich muss öfters ins Gefängnis, Alter. Ich nicht damit. Wenn die Cops einen anhalten wollen, sag ich mal, bitte, bitte, Herz. Nimm mich direkt. Bei mir, hm? Machst du das noch undercover in der Zelle? Vielleicht. Also das ist dann ja mal wirklich ein böses Mädchen hier, Alter. Vielleicht. Ui, ui, ui. Ich kann nicht immer alles sofort verraten, Jungs. So bleibt da die Spannung, hm? Okay, also die Spannung ist da. Mhm. Das ist der Plan. Alles andere wäre doch viel zu langweilig. Findest du uns langweilig? Oh, danke schön. Auf gar keinen Fall. Ja. Das wollte ich ja, Baby. Und was machen Sie so? Auf gar keinen Fall. Ach ja, tagsüber arbeite ich in der JVA und bin da, ja, fuck, zuständig für die Überwachung der Häftlinge. Und was machen sie abends so? Das ist schon die ganze Zeit da, nerv nicht. Ja, da ziehe ich mich im Vanilla Unicorn für die Leute aus. Nerv nicht. Das ist mein Leben. Warum mache ich das hier? Damit alles normal bleibt? Ich denke nicht. Merkst du selber. Holy shit, mir wurde eben ein bisschen heiß, als sie getanzt hat. Oh ja. Nicht nur dir. Oh, aber wisst ihr was? Das Problem ist, es ist zu Ende der Spaß. Immer. Aha. Ich weiß, wieso sagt das jeder? Jeder sagt das, aha. Warte, eine Bukkake. Geht ab, ey. Achso. Ich hoffe, es gefällt euch, was ich hier so sehe. Natürlich. Ich habe viel Spaß mit mir. Top. Das will ich hören, Jungs. Ich glaube, da muss auch noch mal die Peitsche rausgeholt werden, ne? Oh ja, hey, zeig mir das mal. Hey, Alter. Peitsche? Aber warte, warte. Oha, Jungs. Zeig mal nochmal dein Booty. Steck das Schuh weg, Alter. Also du musst heute nicht runtergehen. Zeig mal dein Booty. Wie immer. Was ist denn hier los? Komm mal runter. Das ist nichts für schwache Nerven. Ah, jetzt, hey, Attacke. Oh. Okay. Du versteckst den Booty bei mir. Warte mal da, ich halte den Booty. Aber kassierst mit. Oh, da seid ihr bei mir falsch. Und zwar nicht steh drauf. Okay, jetzt kommt die Kämpfe. Ich will mal einen Angriff nehmen. Wenn ihr, ne, hübsche Mädels da im Tattoo-Studio oder halt eben unter der Pixie? Ja. Ah, ich bin gekommen, um dich abzulösen. Oh, da müssen wir mal Platz machen. Weiter geht's. Jetzt geht's. Viel Spaß. Pixie, wir sehen uns oben wieder, ne? Ja, ich hoffe doch. Wir sehen uns morgen. Helps. Hallo, Jungs. Ullala. Na, darf ich jetzt euer Keks sein? Natürlich. Richtig. So. Wie geht's euch? Hattet ihr einen wunderschönen Abend? Boah, du weißt gar nicht, wie ich da war. Ja. Ja. Du toppst ihn gerade noch. Top? Ich topp ihn. Also jetzt ist noch geiler. Ja. Ich hab doch gesagt, zum Schluss kommt das Beste. Oh, da drauf noch ein Kiffen. Das ist die Creme de la Creme, das Unicorn zu bieten hat. Ist das so? Haben wir denn schon Zeit zu zweit verbracht? Boah, jetzt beneidest du mich. Das letzte Mal, als wir geredet hatten, hatte ich noch den Rekord bei dir. Oh. Ja. Wer heißt denn du? Ich bin Siren. Hey, Lion, mach mal die Hose schwerer, Bruder. Mach mal das Ohr. Hat schon ein bisschen gerüttelt, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, morgen fasse ich nicht. Die Hose sitzt sehr eng, Jungs. Ah ja, du bist immer so gemein. Warum machst du auch den Gürtel so fest? Mhm. Damit ihr euch ordentlich Mühe geben müsst. Warte mal, wie sieht's denn? Da, wo? Oh, mein Lion, Alter, Digga, ich muss gehen. So, fällt auf jeden Fall. Nein, wir sind nicht bei JT. Geil. Ja, Bruder. Dann wäre komplett vorbei. Alter. Ey, Jungs, nehmen die mit. Wir müssen uns gleich noch bei den Eastside Hoover Crips bedanken. Ihr packt es ein. Und was passiert dann mit mir?
Das siehst du dann. Behandelt ihr mit Nachwuchs. Dann gibt's Nachwuchs für die Übercrips. Ja. Ich hoffe, ihr behandelt mich dann gut. Und natürlich. Tragt mich auf Händen. Ja, ja. Dann haben wir richtig Spaß. Wir beide. Nur wir beide. Nur wir beide. Nee, was? Hey. Ja, alle. Meine Widersprüche. Boah, das es wird brüderlich geteilt. Ich bin da das zwischen den Gürtel richtig. Ja, die Hovercrips haben es hart, Alter. Die OGs gönnen sich immer. Na, wie kommt jetzt noch? Alla. Langsam wird wackeliger die Hose, ne? Viel fehlt da nicht mehr. Die Hose wackelt schon ordentlich. Aber da geht doch noch was, Jungs. Warte, ich schmeiß meine Brust auf. Mach mal den Gürtel auf. Warte mal, so. Gürtel ist schon mal ab. Der Gürtel ist schon mal ab. Ist einfach ein schlechter Mensch. Aber das wissen wir. Hoppa. Spann ich euch mal nicht länger auf die Folter. Du hast auch ein neues Tattoo, Baby. Ich hab auch ein neues Tattoo. Ihr dreht ja komplett durch, denn. So, dann kümmere ich mich mal um die Jungfrau. Ah, Junge, ich platz. Ich kann nicht machen. Da muss ich die Brille ausziehen. Ob die Unterhose auch klebt? Die ist ziemlich eng. Ja doch, dass die eng ist. Ich hoffe, das ist nicht das Einzige, an dem was eng ist. Was? Magst du es etwa nicht eng? Ist das Asiate? Klar ist eng. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Oh, oh. Oh. Ei, ei, ei. Dankeschön. Mann. Ihr macht mich sehr glücklich, Jungs. Uns, ja. Du so Mann, viel auch. Chat, macht sie euch. Macht sie euch auch glücklich. Dann kommt er dann direkt. Spitzige direkt. Ich geh mal an mein Konto. Ihr müsst das nächste Mal einfach ein bisschen eher da sein und dann verbringe ich gerne. Bruder, verhöker den Chef da schnell, schnell. Wir können nicht eher da sein, weil Stütze immer bestimmt dort seid. Wenn du mit mir hier rauskommst, kaufe ich dir ein Haus. Ich hol gleich noch Stütze. Das letzte Mal auf der Yacht haben wir uns aber gut gehört. Da hatte ich ziemlich lange Spaß mit dir. Ihr habt, das stimmt, ja. Aber wir waren nicht ganz alleine. Ja, nicht ganz alleine. Nicht ganz alleine. Waren zu zweit, das ist richtig. Oh, so unglaublich, Digga. Jetzt stell dir vor, wie das gewesen wäre, wenn wir alleine wären. Ja, ich glaube, dann wäre vorbei gewesen. Dann hätte man mich nie wieder gesehen. Oder dich nie wieder, eins von beiden. Das kann gut möglich sein. Vielen lieben Dank. Boah. Hat jemand MDMA? Wer von euch baut denn hier gerade schon Zelte? Die wollten mich rausschmeißen. Was? Hi, Davis. Ja, ich kann gut Zelte bauen. Ich hab mich umgezogen, bin rein. Ihr könnt alle gut Zelte bauen, glaube ich. Ich kann auch gut Bus bauen. Hi. Hi. Bus bauen? Ja, ganz da oben. Oh, was passiert? Teamspeak kackt ab. Kein Emo-Spam, hey, doch, lass die Leute durch Spam. Kommt ihr echt? Sind die doch ein Vanilla Unicorn? Ich brauche ein paar Bilder, bitte. Boah, was? Was? Kannst du hier rummachen? Mhm. Boah, wenn du mir eine Geschichte vorliest. Das kann ich vielleicht tun. Geil. Da, du hast dich bezahlt, verschwinde! Ey, tut mir leid, Jungs, ich wollte nicht kaufen. Ey, ich geh schon in der Emo-Spam. Heute bin ich nur für euch da. Gut, wir nehmen dich auch gleich mit. Also muss doch mal die ganze Stütze drauf. Hol schon mal jemand ein Auto vor. Hab ich euch nicht gesagt, sie ist die Beste? Unicorn ist jetzt bei uns in der E-Seite. Ich bin noch ein ganz hat niemand was Mädchen. Gesagt, aber sie ist die Beste. Yeah. Ja, sie ist die Beste. Kannst du auch böse werden? Ihr macht mich vielleicht. Das ist auch der Grund, warum ich ihre Nummer habe. Nur vielleicht. Ja. Kinder, Pinguin-Time. Wer ist es denn da drin? Immer wieder, wenn ich sie sehe, bin ich traurig. Oh, warum? Was soll nur ein Unicorn, wenn du da bist? Hast du Sherry gesehen? Für dich da. Hä?
Hast du gesagt? Wer? Du. Siren. Ich hab gesagt, ich bin jede Woche für dich da, wenn du willst. Aber das ist immer so dämlich, einmal die Woche. Ey, Siren. Dann musst du öfters vorbeikommen. Dann musst du öfter vorbeikommen. Und du öfters kommst. Kannst auch für mich da sein, wenn es mir schlecht geht. Ich soll für dich da sein, wenn es dir schlecht geht. Ja. Dem geht's immer schlecht, glaube ich, du nicht mehr. Oh. Nicht anfassen, nur gucken, ne? Und man hat sie nie wieder gesehen. Also, wenn, weiß nicht. Wenn du, na, wenn du einmal da gewesen so warst. Viele Sachen. Oh. Ich empfehle dir, also jetzt einmal wöchentlich nicht, jetzt geht's mir mindestens gut. 10 Minuten. Einmal wöchentlich? Glaub mir, das ist viel zu wenig. Ja, ich sag ja, mindestens 10 Minuten. Und danach geht's dir wesentlich besser, glaub mir. Also jeden Tag von dir mindestens 10 Minuten, dann ja. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt rutscht mir die Hose runter. Wieso nicht? Nein. Dumm gelaufen. Oh, du warst aber auch. Passiert, was da passiert. Ich hoffe, du hast nur eine Taschenlampe dabei. Ich hatte nur eine Taschenlampe dabei, das ist ein Dutscher. Wem rutscht die Hose? Soll ich sie mit, soll ich den Gürtel ein bisschen enger ziehen? Oh, shit. Ha? Das geht wieder. Ja, Baby? Die Hose ist wieder hochgerutscht. Nein. Gemacht. Fuck. Also, Mann. Hey, Santa, musst doch schreien. Guck mal, was du mit uns anstellst. Okay. Was ich mit euch anstelle? Du bringst uns was stellt ihr mit mir an? So viel Aufmerksamkeit für eine ganze Meine Hose. Ja, den Kreis sollten wir noch ein bisschen enger machen, glaube ich. Okay. Meinst du aber auch? Jo. Das ist ein bisschen mehr. Das ist gut für den Kuscheln, jawoll. Ja, ey, Jeff, also du bist ein Wildmann, ich seh nichts mehr, ich kann nicht mehr. OG, Bruder, danke, aber... Schieb dich zum Auto. Ich kann halt nicht gar nicht mehr jeder genießen. Setz euch wieder. Danke fürs Zahn, OG, aber so nicht. Setz euch rein. Dann, Was ist denn da für eine Bukake-Party, Alter? Komm ich euch noch ein bisschen näher. Soll ich die Plane auslegen? Wie schaust denn du so aus? Mach mal eine Vorhang zu, Fette. Oh, die Partner. Passt da gar nicht alle rein, Alter. Der muss sich nur da vorstellen, damit uns keiner sieht. Oh, das sind so viele, ich krieg den Vorhang gar nicht zu. Ja, und tatsächlich, der Teufel ist da. Sprich mir nicht, das ist so weit. Hat die beste Aussicht, Alter. Einmal Cindy zum Mitnehmen, bitte. Cindy, hm? Ich muss eine Person töten. Ja, steht auf der Bühne, kann man noch rufen. Ja, verkack jetzt nicht. Mach Gebet, Bruder, der Teufel soll sich verpissen. Ah. Die tanzt noch freiwillig weiter für uns. Muss ich euch leider verlassen. Guck. Aber wenn sie weiter tanzt, bekommt sie mehr Geld, als dann geht. Ja, ihr könnt gerne was dazu buchen, ihr Süßen. Bucht mich doch ein bisschen länger. Ich buch dich heute für 1 Uhr. Nimm dich gleich mit. Ey, ich glaube nicht. Meinst du, du wirst sie vermissen, wenn wir einfach mal für ein paar Stunden mitnehmen? Was, ob ihr sie für ein paar Stunden mitnehmt? Leider nicht, wir haben danach leider noch einen Gig, Leute. Die kommt ja auch wieder. Dann. Wie, wann wir den Gig haben? Wo ist der Gig? In einer halben Stunde. Und wo? Ja, perfekt, 25 Minuten. Sag, also ich brauche 12, das reicht. Doch, sag mal wo. Bucht halt jetzt noch ein paar Minuten dazu und ich ja, ich wollte gerade sagen, also jetzt könnt ihr gerne noch was dazu buchen. Ja, dann buchen wir jetzt noch mal. Könnt ihr hier das widerstehen? Wir haben heute Applaus gemacht. Die nimmt dich aus wie ein Fisch, Bruder, komm. Jungs, sorry für heute. Wir haben heute rot gesehen, alles gut. Dafür haben wir genug rot gesehen. Ihr habt heute rot gesehen. Ja, dafür haben wir heute nichts gemacht, Chat, aber Hoovergrips, Nachbarn und so. Runterholen? Also mich kannst du jedem einen runterholen. Nicht einen, euch runterholen. Meine ich doch. Ich fang am besten bei mir an, das dauert dann am längsten. Meinst du, ich brauch so lange hoch und runter, oder wie? Der heißt Murph, ich glaub, der muss raus. Ja, der Weg ist ziemlich lang, ja. Ja, ich glaube, für den Spruch alleine wäre ich jetzt mittlerweile schon reich. Der Weg ist auch ziemlich lang zu finden. Deine schon schwer. Ist das so, weil man da nichts finden kann, oder? Es ist richtig. Ja, wenn dann, muss ich dann lange suchen. Herzlichen Glückwunsch, yo. Hello. Aber ihr könnt mich bestimmt auf andere Arten und Weisen glücklich machen. Ja,
Natürlich. Mach Platz, ich will meinen Platz wieder, danke. Hey. Jeder von uns auf jeden. Meine Fresse. Fress mich noch auf, Alter. Du wurdest noch mal eine Viertelstunde, so, ja? Ja, ich will mal rauchen kurz. Hopp. Ich dreh die Uhr zurück. Was kostet ja, die ist, Minute? Warum ist OJ denn jetzt gegangen? Er muss kurz Druck okay. ablassen. Ach scheiße, aber jetzt hab ich ja, jetzt hab keine Kohle mehr auf Hand, Baby. Hol mal irgendeinen, hat noch einer Kohle? Ja, ich hab Kohle, alles gut. Mach ich euch also ich hole auch nochmal was. Ja, du hast mir heute die Haare vom Kopf gefressen. Oh, das tut mir fast ein bisschen jetzt weiß ganz genau, dass er das gibt's überhaupt nochmal ein Huni? Ihr macht mich ganz verlegen heute. Ja, ja, die lootet einfach das Money, Alter. Die sieht so Geldscheine gerade so bling, bling. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Was dein? Willkommen zurück. Sogar die ich werde auf jeden Fall arm. Ich hab nicht mehr viel auf dem Konto. Ey, ich hab so lange gebraucht. Der wollte nie ins Unicorn kommen. Jetzt glaube ich, kommt er jede Woche. Aber nur Fall wenn ich sehe. Er hat gar kein Geld für jede Woche. Doch, dafür habe ich Geld. Ich bin jede da Woche. Da geht die ganze Gangkasse rein. Bruder, Blut spenden, erstmal 3 Liter und dann hast du Geld. Aber wartet mal, glaubt mir, wenn die nach Carwash geht, glaubt mir, sie war 3 bei Carwash. Uff. So, ja, eure letzte Rote Chance. Weißt du, was ich noch zu buchen? Gewinne, Gewinne, Gewinne. Wo du meine Stange poliert hast? Wo ich deine Stange poliert habe. Genießt die Mädels. Und ansonsten bucht euch ins Paris. Wie viel? Also so viel Geld, wie ich hier schon jetzt hier zugesteckt habe, so viel bin ich noch nie losgeworden. Bei den Roten, Roten gab es heute Zeit, Samenspende. Dass wir uns öfter sehen. Samenspende. Bei den Roten, ne? Dankeschön. Wie alt bist du eigentlich? Ich? Ja, das gerade mit Dimo. Ja? 25. Ich werde immer schwach bei hübschen Asiaten. Gutes Alter. Ey, geh mal ein bisschen Hilfe, also mach mal ein bisschen Zeros mehr Spaß. Der Typ gibt gerade seine ganze Kohle aus. Der wird der Kapuze. Oh. Du wirst sie morgen nur nach Essen betteln. Sonst bin ich halt ich zieh euch heute richtig aus. Gemein. Oh. Findest du das böse, so gemein? Okay. Zeit mit mir. Ich wollte eigentlich mein Auto lackieren, aber jetzt habe ich schon kein Geld mehr dafür. Beim nächsten Carwash kann ich dir deine Stange herbringen. Kannst du jetzt heute mit Weiß lackieren? Ich hab schon organisiert, Carwash müsste demnächst wieder kommen. Das ist gut. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Dann gebe ich mir bei deinem Auto einfach unglaublich viel Mühe. Ja, hoffe ich doch. Ich meine auch bei seinem, für seine jetzt ganze Aufmerksamkeit. Kannst du mein Auto auch waschen? Ich hab eine Limousine. Ja, wenn du mit deiner Limousine dann kommst zum Carwash, bin ich dabei. Aber sowas von. Ich komme ohne Auto, kannst mich dann so waschen, bitte? Oi, oi, oi. Das ist jetzt schwierig. Du kannst ja mit einem Fahrrad kommen, zur Not. Ah, okay. Ich komme mit einem Fahrrad, aber du wäschst mich, okay? Ja, ich glaube, das wird nichts. Wieso nicht? Ich bleib auf dem Fahrrad sitzen. Der will weiß werden. Ah, müsstest du das, oder müsste das nicht eher umgekehrt laufen? Das mit dem nass machen. Kann ich auch gerne nass machen, wenn du möchtest. Dankeschön. Da macht man den Stream an und sieht sowas. Muss los. Aber dann bist du so feucht. Weil. Ja. Bripladen, ne? Was soll man hier erwarten? Natürlich. Du musst doch schon abgehärtet sein. Das ist halt. Ich bin da abgehärtet. Ja. Ich hoffe, du dich öfters täuscht. Trieblocker. Ja, ich wasche mich tatsächlich häufiger. Mit ganz also beim Waschen. Schwarzkopf. Ich muss ja gründlich, weißt du? An allen Stellen. Dann bin ich vielleicht sauber, aber nicht rein. Wow. Wow. Weißt du eigentlich, dass du ein richtiger Fluch bist? Warum? Weil man immer mehr will, aber es irgendwann nicht geht. Irgendwann sagt das Konto leider nein. Irgendwann sagt man, du sagst nein. Dann werden die Leute dich suchen. Oh, warum sollen mich denn die Leute suchen? Weil ich dich mitnehme. Denkst du, ich lass dich dann frei? Du willst mich mitnehmen. Ihr nehmt dich mit und dann bist du weg. Ich glaube, dann gibt's Ärger mit Candy.
Ich hab gar nichts vor dem, dann mach ich mal nicht ganz weg. Ein Anruf, jetzt siehst du. Jetzt siehst du einfach blau und orange an und fertig. Mach dir Tattoo-Termin ready, wenn du mitkommst. Ja. Dann blau und orange zu tragen. Aber vorher töte ich eine gewisse Person, damit das auch alles in Ordnung ist. Also wenn du möchtest, dann zwinge ich dich zu Adam. Warte mal. Ich mag es nicht so gerne gezwungen zu werden, nein. Echt nicht? Ja, warum nicht? Wenn man ja, pass mal auf, wenn die mit der Peitsche fahren wird. Viele Dinge auch freiwillig. Dann immer nett. Okay. Nein, warte, ich muss ganz schnell sagen, Bruder, ich muss dich töten, ne? Damit ich sie für mich alleine habe. Peace. Wer war das? Hast du einen Freund? Eventuell habe ich mit dem gerade telefoniert. Ja? Aber nur eventuell. Weil sie ist ja, sie ist ja nicht vergeben. Dann genau. Habe ich hier mein Messer doch nicht umsonst gekauft. Nein. Als ob du einen Freund hast. Das zählt auf jeden Fall nicht dazu, nett zu mir zu sein. Hast du sie dir mal angeguckt? Wie kann sie denn nicht einen Freund haben? Bist du dumm? Ey, ist das so für dich? Hat sie auch nicht. Ich würde sagen, wir müssen nochmal die Peitsche auch zum Einsatz bringen. Ach ja, Hayes. Hey. Hayes ist da, Hayes McLegger. Ich hab auch einen. Oder vielleicht Gürtel, Bruder, diesmal Gürtel. Gürtel? Oh, ich hab auch einen Schnauze. Das ist aber Gürtel. Auch nicht nett, Jungs. Hätte auch das Gürtel. Ich bin ganz, ganz lieb zu mir sein. Und dann ich bin ganz, ganz lieb zu dir. Ich bin ganz lieb zu dir, guck mal. Herr. Au. Schrei meinen Namen. Schrei Hayes. Au. Das ist zu viel, Jungs. Das ist nicht nett. Das ist doch ganz lieb zu dir. Ey, das war nicht die Patsche, das war ich, keine Sorge. Oh Mann. Mit deiner Limousine. Die Huber, Jungs, Alter. Ist das so? Ja, ja. Du musst einfach öfter kommen. Für mich. Wie teilst du Private Dance alleine? 350 für 5 Minuten und 600 für 10. Der kommt eh noch 20. Ich glaube, ich habe so viel noch. Aber die machen gleich zu, Bruder. Ja. Egal. Hat irgendjemand was zum Trinken in der Runde? Hey, kenn ich den Weg, ich seh nix. Die ist doch feucht, ja. Bedien dich. Ja, später ich glaub, vielleicht. Ich glaube, sich da zu bedienen, das kannst du dir heute nicht mehr leisten. Das ist doch eine Zapfsäule, oder nicht? Heute nicht? Ja, besteht ja noch Hoffnung dann auf jeden Fall. Ja, wenn ihr schön fleißig seid, vielleicht. Mann, ich mir doch nicht wieder das Herz. Ich will da ist es wieder, Lion, mit dem Fluch, Alter. Ja, siehst du genau das meine ich. Ich bin doch ganz artig zu euch und ganz lieb. Ja, du machst immer so Hoffnung, aber ich weiß ganz genau, die gehen nie in Erfüllung. Das weiß ganz man nicht. Ganz böses Mädchen. Ja doch, weiß es gibt nicht, eine Möglichkeit, ich muss eine gewisse Person töten. Was machst denn du so? Kein nach der Problem, Arbeit, wird erledigt, OG. Ich denke, ich werde mich auf jeden Fall heute nach der Arbeit gründlich duschen müssen. So schmutzig wie ich bin. Ja, oh, also ich würde sagen, Chat, die hat Bock. Wollen wir nicht zusammen duschen, um Wasser zu sparen? Was? Ja. Ich hab. Ist genau hier wieder Vanilla Unicorn EP RP 10 von 10. Was, Alter. Ich hab ein Haus, da kannst du gerne duschen. Ein Haus. Ich hab gesponsert heute. Müsste man eigentlich so hier so bei mir einblenden. Powered by East Side Hoover Crips heute. Sind aber nur 46 Toiletten. Jo. Nur. Dann kann ich mich ja jede Minute in einer anderen nackig machen. Wir können uns jede Toilette. Richtig. Ich stehe, was für ein Willst du. Was die egal, heute auf Platz sein Hacken. Ja, ist so. Ist so. Ja, so viel Dope, wie wir von denen haben. Nicht nur Dope, Bruder, nicht nur Dope. Du kannst auch auf meinen Schoß, da kann ich ein bisschen besser festhalten. Ja, ja. Ah, das war vorhin noch, ne? Ja. Boah, ich dachte schon, sie wollte sagen, das heißt, eure letzte Minute. Dann hätte ich die aber geschlagen. Wir haben noch knapp 5,5 Minuten, Jungs. Ey. Mhm.
So schnell verlasse ich euch noch nicht. Ah, das reicht doch für so einiges. Holla, Baby. Hey. 10.000, wie viele Minuten wären das? Er dreht durch. All in, Alter. Hab ich dir so viel Appetit gemacht? Haus versetzt, Auto versetzt. Nee, ich muss ich das mal Schäfter verkaufen? Lass mal Schäfter verkaufen. Ey, Oti, wir verkaufen die Straße, Alter. Du auch Autos, mein Ziel ist es, dich zu motivieren, damit ich mir das hier öfters geben kann. Weißt du, was dir ein bisschen fehlt? Dann wärst du wahrscheinlich die absolute Traumfrau. Mir? Ein, zwei Tattoos. Ein, zwei Tattoos, ja, ich brauche erst noch ein bisschen Geld. Hula! Arbeiten. Ach komm, für 10.000 hättest du schon glaub, einige Tattoos, schon oder nicht? Kohle gemacht. Ey, das ganze Geld, was ich dir gegeben habe, das sollst du behalten. Sonst hätte ich weniger gegeben. Aua. Nein, das ist genau so richtig, Jungs, wie ihr es macht. Keine Sorge. Bis morgen, okay? Ja, tschüss. Aber ja, ihr müsst euch das so vorstellen, sonst kann sich so ein Laden gar nicht halten. Das ganze Unicorn? Egal, was macht der Laden? Ich spende dir ein Vollkörper-Tattoo. Also, du kannst auch privat bei uns schmeißen. Ach, guck mal, der ist schon gekommen. Das nächste Mal, wenn ich im Knast bin, ne, da kann ich dich doch. Also, dann rufe ich Ding ins Candy an, ne, und organisiere, dass du im Knast kommst, ne? Wie? Wie meinst du, in so ein Private im Knast? Richtig, das hat die mir schon angeboten. Das können wir machen, auf jeden Fall. Ich spendiere dir ein Vollkörper-Tattoo. Das ist bloß nur von der Nummer. Auf die? Ich bezahle mir meine Tattoos lieber selber. Oh, eine hart arbeitende Frau. Wow. Ich entscheide dauern, selber, ne? Wann ich gestochen werden will. Aber vielleicht nächste Woche. Ah, da muss sie selber lachen, Alter. Jede Woche hat eine neue Überraschung für euch, wenn ihr auf Tattoos steht. Hübschchen. Das Bein habe ich schon direkt erkannt. Das ist schön. Ich kann auch ziemlich gut stechen. Kannst du das? Sehr viel gesehen, gibt's auch noch andere quasi. Oder was denken Sie jetzt aus Bilder? Was wollen die Rentner eigentlich hier? Ja, ich will gerne was Neues sehen. Ja, die wollen sich halt auch ein bisschen was gönnen, ne? Bevor musstest sie du dir auch bei den Rentnern tanzen? Musste ich. Boah, nee, lass nicht darüber reden. Dann bin ich direkt wieder abgeturnt. Lass einfach was anderes. Ich hab niemanden angefasst. Wie lange haben die gebraucht? Ach so, was ist hier? Willst du dich überhaupt was bewegen? Das weiß ich. Ja, wobei, lass da nicht drüber reden. Will ich auch nicht reden. Denk lieber daran, wie ich mich vor dir bewege. Ich guck doch schon die ganze Zeit mehr als auf deinen perfekten Boden. Kann ich nicht machen. Kann man an der Bar was kaufen? Oder was kann man da kaufen? Getränke. Alles, nur nicht ihre Nummer. Ich hab Hunger. Mach's mich hungrig. Mach ich dich hungrig. Aha. Dann hoffe ich ja, dass du jemanden hast, der einen Hunger stellt. Ob ich wen habe? Ja, dich. Ich meine jemanden, der sich um deinen Hunger kümmert. Er kümmert sich um den Hunger von D-Rose. Der dich ja gut sättigt, wenn du verstehst. Aha. Ich glaube nur du kannst das gerade. Sättigt mich. Meinst du? Aha. Ey, wenn wir gerade hier an der Stelle sind, vielen Dank für die ganzen Follows heute. Und, Oh Mann, jetzt bin ich wieder traurig. Oh. Ja. Ich hab wieder bewusst geworden, dass es gleich vorbei ist. Anderthalb Minuten nach. Gönnt euch die letzten anderthalb Minuten. Ja. Nach dem Blick auf dem Konto wird es noch viel traurig. 7 Tage. Komm mal ran hier. Das schafft ihr. Da guck ich gar nicht drauf. Mein Konto ist auf Null. Dann musst du hart. Hatte gerade noch arbeiten. $800. Ja, am Schlucke. Ist ans Limit, Alter. Egal. Ihr schafft das schon, ich glaube an euch. Ich kümmere mich darum. Jungs in Lila wollten heute nicht, dass ich bei ihnen stehe. Warum?
Ah, das ist so, Jungs, das war's für heute. Wenn ihr die schief anguckt, soll ich die alle töten gehen? Hey, Helen. Nee. Komm, ja. lass die ficken gehen. Was auch für den Bruder, dann kommt vielleicht was zu essen und zu trinken. Ich hab ein Wässerchen für dich noch. Boah. Wir haben die dir was angetan. Wer braucht die was? Ja, Euro. Nein, haben sie nicht. Wenn ja, dann sagst du einfach, ich kann die alle ab. Ohne Gnade. Nein, das macht ihr nicht. Lenkt Helen noch ein bisschen mehr, Arbeiter. Lenkt sie noch mehr. Eben. Sie wissen halt nicht, was gut ist. Ja. So, ja, dann, ich hab grad mit deiner Chefin gesprochen, nicht das her, gib mir noch zwei Minuten. Länger machen. Zwei Minuten gehören noch. Alles geklärt. So, ihr Lieben. Nein, brich mir nicht das Herz, ich wollte noch ihr einmal... Ihr zuckersüßen Jungs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Der Abend ist gelaufen. Quatsch. Bin ich traurig, weil du weg bist. Du kannst bestimmt später besonders gut schlafen. Kannst uns später ja mal einen besorgen. Ich wünsche euch viel Spaß. Adios. Hey, wo ist denn der Gig gleich? du gehst jetzt gleich. Okay, Eastside, Eastside Uwe Crips, danke, ne? Danke, danke. Ganz Hut kommt da raus. Jungs, Bank kommt leer auf jeden Fall von dir. Puh, was los, Alter? Mein Konto ist leer, ich brauch Geld. Jeden geht's gerade so, Digga. Ich hab mich mal Tattoo, Bruder. Ich hab eigentlich extra gewartet, gespart für Tattoo. Digga, was für Tattoo? Tattoo RIP. Doch gesagt, Digga. Egal, Hälfte des Abends ging auf Slop. Gib mal. Die da hinter uns. Was? Da läuft sie doch. Gib mal Nummer von Hafti. Guck dir an. Ich organisier das jetzt, ne? Ich spreche das jetzt mit Freunden. Ich werd. Okay. Nee, leider nicht. Du hast nichts zu essen dabei. Habt ihr gehört? Die ist mit Egon zusammen. Ich spreche das jetzt ab, dass wir den töten. Wieso hast du vorher nicht gesagt? Okay. Okay. Die von eben ist mit dem Egon zusammen. Ja. Er stand damit. Top. Er hat niemand was zu essen dabei. Mein Gott, warum telefoniert Frank? Wir müssen Egon töten. Ja, warum stehe ich in der Mitte? Wo ist eigentlich Hafti? Ich glaube, Egon ist ersetzbar, oder? Private raus. Mit Davis. Ja, mit mir. Dein Ernst? So, Jungs. Ja. Der Laden ist zu. Ding, 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 ding. Der schuldet mir noch ein Tattoo. Der hat gesagt, der gibt mir Tattoo aufs Haus. Wieso aufs Haus? Er hat gesagt, er gibt Tattoo aufs Haus. Auf Wiedersehen. Vielleicht. Auf Wiedersehen. Also, Jungs, ihr wisst Bescheid, wir müssen jetzt den Tags aufs Abziehen. Guck mal, warte mal. Wir stehen einsam, sie steht einsam. Wollen wir die nicht einsam? Ob du bist einsam? Nein. Handschleinkönig, Alter. Die hat einen Stock im Arsch, mit der habe ich schon mal geredet. Hat die nicht. Hat Jay voll viel Geld gegeben, als er getanzt hat. Ja, aber... Ruf einfach so, ey Puppe, komm mal rüber. Nein. Ey Puppe. Hübschen. Ey, lass das Mädel in Ruhe, das ist eine Freundin von mir, die ist korrekt. Ja, siehst du, das ist eine Freundin von ihr, deshalb hat sie es ja. Ach, Notfall. Warum Notfall? Guck mal, wenn ich jetzt wirklich Kumi, Alter. Ja? Wenn ich jetzt wirklich dringend Egon töten müsste, ne, würdest du hinter mir stehen? Uff, der Egon ist korrekt. Ja, sag mal. Aber ich weiß, warum du den töten willst. Warum? Wegen... Ja, warum? Ja, weil Egon ist halt korrekt, Digga. Ja, weil solange der lebt, kann ich mir Siren nicht klären. Ja, aber warum gönnst du ihm nicht? Ja, er redet gerade am Telefon. Ach so, ich hab Hunger. Fetche, du Idiot. Hey, Fetche, hast du noch was zu essen? Nein, immer noch nicht. Super, hast du was zu essen? Warte, Bruder. Ich würde ja sagen, ich tausche Essen gegen Trinken. Ist pleite. Nee, Mann, hab ich nicht. Scheiße, Alter, Junge, was ist hier los? Musst du mit Kühlschrank rumlaufen hier? Ich hab noch $2. Wissen wir schon. Trinken kann ich dir geben, Hunter, willst. Warte. Was kannst du mir geben? Jo, gleichfalls. Komplett Insolvenz. Danke dir. Also ich töte Egon, ist okay. Dann gibt ne? Dios das Egon, Essen, Alter. Egon steht hinter uns, Jungs. Hier sind 10 Mann, die haben Bock, Egon zu töten. Alles klar, peace. Alles klar, so, let's go. Oder? Gib mal was, Hunter. Was soll ich dir geben? Ich hab selbst Essen. Ja, ich hab also nichts. Lion, komm mal kurz mit. Achso, warte. Wollt ihr wissen, wie viel Kohle ich jetzt alleine ich ausgegeben habe jetzt gerade im Unicorn? Ich hab jetzt 10k. Geil. Geil.
4K, 4K ungefähr sind da von den Slots. Was ist das für eine? Immer. Bist du komplett broke, Mach's gut, Renate. Ah? Bist du komplett broke? Nee, ich hab noch was. Ja. Ah, D-Rose, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin auch broke, Alter. Ich bin immer broke. Ich hab heute $6,000 für meinen Buggy ausgegeben. Gehen wir in die Hood? Hast du getuned? Joop. Blue? Ha? Was ja, lass mal zurück. Aber unsere Autos sind weg. Klein mit seiner Karre. Da ist doch der Streiter. Okay, gut zu wissen. Jay, was steht an? Wir gingen wieder weg und jetzt... Lass uns mal kurz reden, bitte. Was? Oh shit. Rufer kurz hier Charlie oder so an, ne? Die kann kein Auto fahren. Wir müssen den Oracle hier wegholen. Pika you. Jaha. Yo, was geht? Wo bist du? Was hast du mit Charlie gemacht? Halt's Maul, sag ihm, wo bist du? Wir sind hier vom Vista, Alter. Vom was? Vor diesem Hotel, Mann. Komm mal zum Vanilla Unicorn. Kann ich jetzt nicht, Mann. Warum nicht? Ja, weil hier noch andere Leute stehen, Alter. Wie krieg ich jetzt den Oracle hier weg? Fahren? Wie kriege ich dann den Buggy hier weg? Boah, Alter. Nein, Mann. Naomi, komm mal mit. Komm mal kurz mit. Wir kommen hin. Jo, bis gleich. Oder so. Oder so? Oder so? Oder so oder so? Can't feel my face. So geht's meinem Charakter heute auch. Yeah. Danfield, organization, yeah. Set life. Y'all ready to die? Oh man. Yeah. 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 You did it. Go. Big flex. Young nigga know they can't test that. Post it on the block with the FN. Chop a nigga soul with the FN. Yo, red flag. Fuck nigga know he can't test that. Yo. Hier ist so ein Klamottenladen, der nicht auf hat. Break that bitch hard like a Kit Kat. Little bitch, she say she can't take this. Little bitch, she say she can't take that. Huh? I'm off the drink with a tech cat. Ja, hier ist... Nee, ich dachte, ich hab ein Zentorn gesehen, Alter. Aber das nimmt ein bisschen. Jo. Bist du hier? Ah, ich seh dich. I just went fucked up a 10 at the Lux. Yo, that bitch suck that dick quick in a rush. Told that bitch suck on that dick with no rub. Hey, I lay that dick down with that bitch. Yo, Carlos, it's good. Yeah, my bitch put it down and that pussy gets smaller like, VVs. I hope these fuck niggas see me. Ratchet bitch, no, she won't eat me. She said she saw me on TV. She know I feed her that pee-pee. White bitch, she going by DD. She ordered that dick like a CC. Black Panther, Wakanda, my pinky. You dig me? Play that whole heart like a heart. My bullet sharper than darts. Cushion be loud like a fart. I got that iron like my name Tony Stark. 100 band, get it. Running like the gingerbread with it. Nigga won't be like Griffin. Nigga won't beep, let's get it. 100 band, get it. Running like the gingerbread with it. Nigga won't be like Griffin. Nigga won't beep, let's get it. Hä, wollt ihr die Karte nicht in die Hood bringen? Hey. 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 Wieso ist mein Auto so hübsch? Yeah.
I'm the rich nigga out my city if you ain't know. These hoes are hop on Spirit Airlines about it. I'm headed for nothing, I'm turning to something for nothing, yeah. Raided through property on that minority, you know the story. Hop on the jet on my property and fly away. That's why Jamal. Call me a president, yeah, yeah. Straight out of the trenches, yeah, yeah. My niggas came with me, yeah, yeah. The richest, the richest, the richest, yeah. Rich nigga got his own seats, yeah. All of these hoes came with it, yeah. All the rubber kids came with it, yeah, yeah, yeah. Boah. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, Alter. Okay. Wir müssen jetzt gucken, ob wir vom Diazepanem trippen sind. Oder ob das immer noch LSD ist. Finden wir am besten so draus. Hoffentlich sind hier welche. Ah, super, hier ist keiner. I got real rich and didn't get no diploma. She think it's something got to do with my mama while I can't love her. Like she need me. That's what you need. Ha, marriage. Now I wake up and I fuck on a bad bitch. Drugs got me savage. It's so hard, it's so hard. These perkies keep me sane. All my dogs found them locked up in the cage. We can pay, be so paid. Move them bricks. Oh, meine, was? Was? Meine Haare sind auf einmal normal. Bin ich wieder gesund? Ja. Diese Energie in meinem Körper. Ich kann es spüren. Die schlechte Zeit ist vorbei. LSD bringt mich nur noch nach vorne. Zeit für ein bisschen Trap und rumfahren mit dem Buggy. Yo. Wir können, glaube ich, ballern, Alter. Wir riskieren es einfach. Und wenn wir sterben, dann sterben wir. Glaub, Alter, mit dem Spoiler ist die Karte ein bisschen langsamer, Alter. Wenn das der Fall ist, muss er auf jeden Fall wieder ab. Was ist mit meiner Cap los, Alter? Tatsächlich ein bisschen langsamer dadurch sein. Oh. Wo sind denn Carlos an die jetzt, Alter? Jo, wo seid ihr jetzt alle? Straße? Okay, ich komme auch mal. Bis gleich. Nein.
Stupid. Na gut, zieh dich um, zieh dich um, zieh dich um, zieh dich um. Ja moin. Yo. Groove? Leider viel zu kurzes Lied. Mikusch, Bruder, vielen lieben Dank für deinen Sub, Alter. Ich küsse dein Auge. Hau dir den Amayon Soup raus hier. Yo, Charlie, was geht? Hi. Was machen Sachen? Verbrechen rächen. Ach, sowas schon wieder. Oh ja, dann, stimmt, seit wenn ich auf dein Profilbild klicke, dann könnte man davon ausgehen... Hubert Chips haben vorhin Ballerei gehabt. Dass du Schwester bist. Ja, dann, da war ich doch so gesehen quasi dabei. Nee, nein, nein. Am Schrottplatz? Am Schrottplatz? Southside, ja. Ach so, ja... Gott sei Dank haben die Slubs auf den Sack bekommen. Richtig fett. Ja, die Nachbarn haben richtig hardcore gegönnt. Im Unicorn. War gut, war gut, war gut. Bin die Julie. Ize? Ne, schwöre. Also Drogen? Oma denkt immer nur an den Stoff, Alter. Ey, was habt ihr die ganze Zeit gemacht, wo ich jetzt im Unicorn war? Wir waren oben im Grapeseed, haben was gegessen. Ja. Haben Eis gegessen. Also, warum? Moment, Ups. Stopp. Stopp. Du weißt, dass man in Eis essen sehr viel hinein interpretieren kann. Hier, Softeis und so, ne? Achso, ich dachte, du hast von Carlos ein Eis bekommen, verstehst du? So Beckenstoßen-mäßig. Nee, das geht doch gar nicht. Boah, ich war zu lange in dem Schuppen. Wir haben wirklich hier Softeis, ne? War voll lecker. Softeis. Aha. Okay, jetzt könnte ich aber natürlich wieder sagen, Carlos ist schon über 40, ne? Da ist es natürlich auch so eine Sache mit harten Eis am Stiel und Softeis. Gott, ich darf nie wieder in den Laden gehen. Ich glaube auch. Gift für meinen Kopf. Du kriegst von mir definitiv. Stimmt, du hast das sogar bezahlt. Hallo. Okay, gut. Bis gleich. Ja, leg einfach auf.
Ja. Wir waren beim Eisessen. Genau, und dann sind wir wieder runter in die Stadt gefahren, weil ich habe noch Pizza gemacht. Oh, okay. Und jetzt sind wir hier. Ja, geil, Alter. Ja. Wie geht's deiner Verletzung? Bei einem, wie du voll den 31er-Move gemacht hast, ne? Ich ruf den Mexikaner an, Alter, der sagt so, wieso wolltest du Charlie umbringen, Alter? Ey, das, den Mexikaner, den 31er-Move hab nicht ich gemacht, JFK hat davon angefangen. Oha, Alter, ich fick den Präsidenten. Ist er noch da? Nee, der ist schon pen. Das merke ich mir. Der hat nämlich damit, ich hätte es ihm nämlich überhaupt nicht erzählt, ne? Und der hat immer erzählt, so von wegen, ja, Krankenhaus, wie nimmt man Charlie, jemanden bla, VIP weg, slash an VIP, so, Lackaffe. Ja, und dann war, er muss es halt erzählen, was passiert ist. Uiuiuiui. Ich glaube, es wird wieder Zeit, dass ich den Präsidenten nicht als Präsidenten ansehe, sondern als Hochstapler, so wie einer ist. Dieser kleine Wichser. Ich wollte das überhaupt nicht erzählen. Die 31er. Lackaffe, ich passe mich halt einfach der deutschen RP-Szene an, ja? Ich schwimme da jetzt einfach mit. Leb damit, ja? War viel los? Das heißt ICOC, das ist, kannst du zusammenschreiben hier, Kappa. Im Bums-Schuppen? Ja. Auf jeden, Ultra-Gönnung. Die Hoover-Grips haben irgendwie, dadurch, dass die Slubs weggebrettert haben. Da drin erstmal gefeiert, oder wie? Ja, ja, erstmal eine Stunde private gegönnt und haben mich eingeladen. Okay. Oh, you. Ist so, Alter. Ihr haut euch beide gegenseitig in die Pfanne, Alter. Iskur. Und was machen wir gleich? Gehen wir irgendwo feiern? Ich weiß nicht. Ich muss erstmal warten, bis die anderen wieder da sind. Boah, ich hab keine Kohle mehr, ne? Ich muss wieder arbeiten die Tage, ich hab gar keinen Bock. Nee, wirklich, Alter. Ich muss mal schauen, wie gut meine Wohnung am Sonntag ausfällt, meine Bonuszahlen. Weißt du, wenn es hier Kokain geben würde, dann könnte man auch arbeiten gehen. Aber wie willst du ohne Kokain irgendwie versuchen, 5 oder 6 Stunden täglich zu arbeiten? Ich hab nicht mal Ecstasy. Es geht gar nicht, Alter. Kein Koks, kein Ecstasy, nix. Meth, na toll. Echt traurig, ja. Die glücklichste Frau in Los Santos, denn der beste Mann unter der Sonne hat mir einen Antrag gemacht. Ich brech ins Essen. Bleibt drunter, fickt euch. Boah, immer ganz ehrlich, war ich schon ein bisschen am Rätseln, ob das hier schon irgendwie drin ist oder so, aber es würde halt irgendwie keinen Sinn machen, weil es gibt hier nirgendwo irgendwo, oder es ist, keine Ahnung, irgendwo hingemappt, Alter. Es gibt hier keine Coca-Pflanzen, Alter. Und wie willst du dann irgendwie... Wer hat Koks am Start? Frag mich halt Crystal, Alter. Wieso gibt's Crystal? Wer will denn Crystal konsumieren? Nee. Weißt du, was einfach das Problem ist, Oma? Das funktioniert nur in meinem Team. Und mein Teampartner, Ugly C, ist einfach... Moment. Verschwunden, genau.
Das war immer Teamplay, Oma. Wie soll man Oha, denn... Oha, hast ja? du das Bild gesehen, was Lion gepostet hat auf Whistle? Nee, ich guck nie auf diese Scheiße. So komplettes Familienfoto gemacht, ne? Zwei, ja, vier, so richtig. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Mann. Das sind ganz schön viele, wenn die alle da sind. Haben die auch so richtig in die Kamera gegrinst? Weiß ich nicht. Nee, war mehr so... Ja. So schön aufgereiht, ne? Ah, verstehe, verstehe. Warten wir jetzt hier eigentlich auf irgendjemanden oder warum stehen wir hier? Auf Johnny, Jamal, Naomi, Carlos, wo auch immer die jetzt alle sind. Willst du ein Stück Pizza haben? Ja, wenn du was zum Trinken hast, würde ich auch was nehmen. Trinken habe ich keins. Willst du eine Pappen haben? Nee, lass mal. Geh mir kurz trinken kaufen, ja. Bringst du mir was mit? Jo. Alle haben... Hä? Jetzt, wo wir gerade über alle haben sich versteckt sprechen, wo ist Memo eigentlich auf einmal hin? Ah ne, ich bin zum Vanilla Unicorn und dann sind die woanders hin. Ach nö, Carlos, Alter. Nee, du Vollidiot, hast du schon wieder einen Unfall gebaut? Hä? Fick dich, Alter, nicht du. Das war der Mediziner, der gesagt hat, ich soll kein Auto fahren, Alter. Ja, geil, Alter. Will ich unbedingt dein Auto noch holen? Muss ich unbedingt dein Auto noch holen? Yo, amigo, verkauf mal Wasser. Alter, die haben einen Chaburek komplett in Chrom. Ehre, Alter. Ehre. Wusch mir. Carlos wieder Unfall gebaut, ne? Baby. Yo, was geht ab? Um es mal so zu sagen, mit deinem geprellten Bein würde ich nicht wirklich Auto fahren, ja? Aber ich habe mir noch ein paar mehr Tabletten reingehauen. Cooper, du darfst nicht Auto fahren, Punkt. Aber das ist kein Auto. Auch mit dem Strandbuggy. Meinst du? Zur Not lass ich dich abschleppen damit. Womit? Da drin. Dann ist ein Flatbed. Was ist ein Flatbed? Das, womit man Autos abschleppt. Ich wollte mir nur was zum Trinken holen, weißt du? Ich habe übelstes Pappmaul und wollte gleich schlafen gehen. Ja, auf jeden Fall fahr nach Hause und bleib zu Hause dann. Was ist hier passiert? Hat der Carlos einen Unfall gebaut? Fahr, kusch. Ich dachte, ich soll nicht mehr fahren. Ja, du sollst nach Hause fahren. Aber warum? Du hast auf die Uhr geguckt, Alter, das ist noch richtig früh, Mann. Ja, dann lass dich fahren. Ich werde das schon morgen
weil ich jetzt ja keine Schmerztabletten mehr habe und so, müssen wir morgen, wenn wir wieder wach sind, Alter, und von unserer krassen Dosis, die wir heute wirklich zu uns genommen haben, voll einen auf Schmerzen machen, Alter. Dann kommt das erst. Morgen wieder Krankenhaus RP, RIP. Wobei ist eigentlich gar nicht so verkehrt hier immer, Real Talk. Schaludel? Schaludel? Ey, Puppe. Fährst du mich runter zum Krankenhaus? Ja. Stech die Alte ab. Wen denn? Die Alte, die Naomi gerade angefahren hat. Ach, deswegen war Carlos da. Ja. Auch wenn der Mediziner mich jetzt hier gleich sieht, dann rastet der aus. Egal. Du bist gefahren. Mhm. Ja, keine gute Idee. Wir sind gelaufen. Wir wohnen doch gerade da oben. Ja, klar. Sag Carlos gerade zu mir, ne, die heizt übelst Naomi über den Haufen. Und dann geht die erstmal los und holt ihre Stütze. Jo, dann stechen wir die gleich ab. Ich mach die platt, die Alte. Ich hab lange nicht mehr jemandem wehgetan. Heute ist ein guter Tag. Wird mal wieder Zeit dafür. Bisschen Gewalt auslassen. Ist Naomi da schon drin, ne? Nee, die ist, also Carlos meinte, das war ein übler Unfall und so wie es aussieht, werden die Naomi mit Sicherheit mitnehmen. Also kommt die hier gleich her? Ja, ja. Und wie heißt die Olle, die wir abstechen müssen? Keine Ahnung, die hat irgendwie Ameisenkönigin, die war vorhin oben auch bei der Fressbude. Und hat da den übelsten Dummfug erzählt, wirklich, so von wegen Durchfall, bla, hast du nicht gesehen, ne? Hast du einen Joint? Leider nicht. Oh Mann. Und dann macht die, ne, übelsten Dummfug erzählt. Und jetzt fährt die Naomi über den Haufen. Ich glaube, ich spinne. Ja, ziemlich asozial. Oh Mann. Was machen denn die Schildkröten hier? Super. Hallo. Oh. Hallo. Was machst du denn hier? Ey, dich kenne ich doch. Ja, was geht? Geht, alles fit? Lass mich raten, du weißt doch meinen Namen gerade nicht? Ich weiß ihn halt wirklich nicht. Nee, wie kommst du denn auf sowas, Alter? Das ist der Schuljunge. Ja. Hallo. Ja, was geht? Hab ich deine Nummer? Charlies Nummer? Nee, Charlie habe ich die Nummer. Ha? Von mir hast du, glaube ich, nicht die Nummer, ne? Ja, genau, das meine ich hier. Was ist nicht mit Craig? Ja, wo ist. Alter! Ich hab's mir eben noch so in meinem Schädel gedacht. Wo ist Craig, Charlie, Alter? Ich hab keine Ahnung. Charlie, hol den mal raus. Den muss irgendwas Schlimmes vorgefallen sein oder so. 114, 229. Warum weißt du das auswendig? Keine Ahnung, ich muss die so oft irgendwie Medizinern vorsagen. Ob. FD und so weiter, ne? Charlie, wann arbeitest du im Vanilla Unicorn? Gar nicht.
wollte ich da arbeiten. Ja, besser ist, wenn du es nicht machst. RJ hat da gearbeitet. Oh, da kommt Naomi. War Johnny auch dabei? Nee. Johnny ist gerade Business. Business. Ich weiß nicht, ob denn schon jemand angerufen hat. Wo steht die eigentlich hier? Ja, weil Naomi irgendwie angefahren wurde oder so. Johnny? Naomi wurde angefahren, die ist im Krankenhaus. Okay, gut. Was geht bei euch noch? Sind alle pennen oder? Ne, ich glaube, es sind sogar noch relativ viele wach, aber keine Ahnung wieso. Ja, die warten alle, bis die Siren da fertig ist wahrscheinlich. Wer? Die Tänzer dann aus dem Unicorn. Okay. Da ist sogar eine am Tanzen, Alter. Die arbeitet halt tagsüber bei den Marshalls, Alter. Wow. Alter, ich würde die halt... Hey, ganz ehrlich, die kann doch nicht beim... kann doch nicht beim Marshall-Service arbeiten und dann abends im Stripladen. Na klar, das die siehst du doch. Kann in den Zellen tanzen, wenn man das nächste Mal da sitzt. Ich wette, das funktioniert so. Boah, ich muss mich gerade mal hinsetzen, Alter. Ja, setz dich mal. Ich glaube, wenn ich heute schlafen gehe, kann wirklich so die Gefahr bestehen, dass ich nie wieder wach werde, Alter. So. Weil ich heute echt so viele Tabletten und andere Scheiße in mich reingestopft habe, Alter. Das könnte echt kritisch werden, wenn ich mich hinlege, Mann. Oh, aber wenn das Telefon klingelt für Drogen, können wir aufstehen. Jack, was geht? Wo bist du? Beim Krankenhaus, vor dem Krankenhaus. Okay, gib mir 2 Minuten. Bis gleich. Ja, gib mir nur eine. Wie viel brauchst du noch? Keine Ahnung, was du rausgeben kannst. Ich hab über 5 Millionen Joints. Hast du mal hochgerechnet, wie viel ich in der Woche eigentlich bei dir verrauche? Ja. Das ist viel? Das ist, also, wenn du 7 Tage hast, sind 35 Joints, 35 Joints mal, wenn du, ne, Bruderpreis machst, so 50, 35 mal 50 kommst du so auf 1750 Dollar. Boah, das geht ja eigentlich noch, Alter. Das ist ja noch in, das ist ja noch im grünen Bereich, würde ich sagen, aber im ganz guten grünen Bereich, Alter. Ja, ja. Ja, danke, danke, danke. Teurer Bereich ist das. Das geht easy, ab. Alter. Mhm. Guck mal, jetzt kommen noch 5 extra dazu, ne? Da ist so mal 40 lieber. Also war gut, ist das so, Kino Alter. Vorhin, sagst du? Was? War gut, das Kino vorhin? Ja, war geil. So, wir stehen so bei uns, hören nur so. Und so, Junge, wir gehen nur zum Sportplatz. So. Nein, die haben sich wirklich bei uns im Süden versteckt, ne? Und doch, standen dann die da diesen, unten. Ja, ja, und standen dann da am Kanalweg, da diese Einfahrt zu uns, ne? Was? Stopp. Die Slubs haben sich da unten beim Sportplatz versteckt? Ja. Ah, okay, Alter. Das war, keine Ahnung, die haben Drive-By bei uns gemacht. Dann haben wir die gesucht und waren die nicht mal in deren Hut so. Dann irgendwann haben wir die scheinbar gefunden und dann waren die am Sportplatz halt. Ja, aber wo ist denn der Sinn, wenn ich 3-mal durch die Eastside fahre, um zu provozieren, mich dann zu verstecken, Alter? Ist das irgendwie so ein Westside-Move? Ja, ja, das haben so die bei uns auch das schon ist so ein Blood-Move. So. Okay, okay. Gehört, bei uns, wir hatten Beef mit denen, die haben nicht mal sich getraut, ein Drive-By zu machen. Das heißt, guck mal, die haben weniger Respekt vor euch als uns. Was soll denn das jetzt heißen? Ja, bei uns machen die kein Drive-By, ne? Ja gut, aber wir disrespekten die auch jeden Tag, ne? Ja gut. Verdient haben sie es, ne? Das ist richtig. Ganz ehrlich, Alter. Achso, wir haben den...
Ja, wir haben gerade den Crenshaw-Platz quasi Hutverbot gegeben, wenn der Dealer unten ist. Weil der direkt neben deren Hut. Ja, wir sind vorhin bei denen vorbeigefahren, die standen vor denen in der eigenen Hut. Oder haben die. Nee. Ja, genau. Die, also, und da ist aber auch direkt der Dealer gewesen. Und dann haben wir halt da gesagt, so, ne? Ja genau, in dieser Pizzeria-Kasse. Da meinten wir halt so, das geht natürlich nicht, ne, wenn wir hier ticken, dass ihr da in der Rot steht. Ja, warte. Warum bricht ihr direkt wieder auf? Weil er dich verarschen wollte vielleicht. Oh, wo kommen die Wichser denn alle weg, Mann? Ja, die sind da gerade reingelaufen. Wer ist die rothaarige, Mann? Komm, wir checken mal ab, Scooby. Guck mal. Ja, wow. Super, Carlos, Alter. Hast reingeschissen. Gerade wo wir abchecken Carlos. Wollten, Carlos, Alter, hast du reingeschissen. Was? Das ist die Alte, die Naomi gerade über den Haufen gefahren hat. Achso, die wollten wir doch abstechen. Ja, wenn G-Unit hier rumläuft, ne? Ja, also kommt die gleich wieder? Die hat bezahlt, Mann, Alter. Wird keiner abgestochen, Alter. Oh, wow. Bist du ein richtig alter, diplomatischer Drecksack, kann das sein? Die ist gerade mal 2 Tage hier. Das wird mal ganz easy, okay? Die hat gezahlt, also ist das Ding durch. Wir hätten auch einen Polizeirufen können. Alles ist immer so langweilig bei sowas. Der muss manchmal noch bluten lassen, Kappa. Die hat auch die Behandlung bezahlt, also passt das. Passt schon, Diggern. Ja. Okay. Ich bin halt echt genervt, Alter. Wie sitzt du, Alter? Wie sie manchmal frage ich mich, wo du um die Uhrzeit die Energie findest, so auf deine Copy- und Paste-Taste zu drücken, Alter. Das ist Wahnsinn. Da kann ich fast schon sagen, die Welt gehört dir, mein Freund. Ja. Und du? Jetzt warten wir auf Naomi. Jo. Wollen wir so lange tanzen? Gleich wieder da. Make a million then invest. Magic City make a mess. Not the rolling to protect. I got a dripper if she wet. Bitch forever does the set. And get no money, check. You in debt. I was dreaming about a bit. I ain't even pay the rent. Okay. Make sure the money well spent. Now I'm all rich and wealthy. Pockets real healthy. Ain't nothing they can tell me. I'm a dripper. True that. I'm a flex like you never seen. On the cover of a magazine. I'm a buzzing bitch stalking me. Rich they think I hit the lottery. Schwebt man eigentlich irgendwie ganze Zeit bei dieser Tanzanimation oder ist das irgendwie seit heute, Alter? Ganz ehrlich gesagt, noch nie drauf geachtet. Na gut, ne? Der hat bestimmt hier alle weggeholt. Ja, ja. Nee, das war nur einer. Achso. Na gut, Mädels, ich muss los. Ne? Jack, hau rein, Kuss auf dein Auge, peace. Ja, hoffentlich reicht das für heute, ne? Jo, jo. Ja, die Organisation ist uns weg. Im Schlafen gehen auf jeden Fall. Alright, haut rein. Bis später. Ja, wenn man sich nochmal sieht, ne? Waren gerade beim Russen, ne? Und? Bester Mann. Ja, sagen wir mal, wir haben heute eine Karre sehr günstig gekauft, ne? Ja. So 0% Finanzierung. Und dann haben wir den Russen angerufen, um den halt schnell loszuwerden. Der Russe so, ja, kauf ich.
für, weiß ich nicht, ne? Die Hälfte, die weiß ich recht schnell. Und dann sagt er so, ist das die Karre, die für 30.000 bei Whistle drin steht? Oder, mhm. Oder ist das von euch? Und wir so, also es ist die Karre, sagen wir mal so. Und der so, okay, wir gehen Lizenzamt raus, den Treppe runter, der so, ah, ihr Ficker, ich versteh schon. Boah, das ist schlecht, Digga. Aber es war dem egal, ne? Dem ist okay. Das okay. Natürlich hart, Alter. Gleich ist ja, kennst du echt nicht, Alter. Dafür kann er ganz schön gefickt werden, ne? Ne, wir haben abgemeldet, angemeldet, glaube ich. 7 Tage, Alter? Ja, dann soll er die halt jetzt abmelden und 7 Tage warten. Für ihm ist das egal, der kauft alles, weißt du? Stell dir das Ding halt erstmal woanders hin, kann er dann auch immer noch verkaufen, oder? Richtig. Oh, Telefon. Richtig. Ja, Fedje. Ja, oh Junge, heute stresst ich bis zum Geht. Ich bin gerade Krankenhaus. Cooper Rock and Roll. Sehen wir uns später wieder. Klingt schon müde. Achso, ja, ich wollte auch Unicorn. Oh, hast du was verpasst, Alter? War richtig gut. Super, sehr ruhig. Richtig gut. Eastside Hoover Crips haben eingeladen. Rüber, warst du gar nicht dabei, Alter? Oder war ich so drauf noch? Digga, ich war noch nie im Unicorn. Was? Wenn OG lässt immer springen, Alter, dann musst du doch mitgehen. Nee, gar keinen Bock. Ohne Scheiß. Lief denn gut? Na ja, lief's gut für dich. Was hast du gemacht? Wie viel du gemacht hast? Ich glaube, ich gehe gleich schlafen, okay. Alter. Das ist schon mal gut. Dann, ne, pass auf. Okay, wir hören uns. Kuss auf dein Auge. Ah, so. Jungs, ich muss los. Ja, komm rein, Mann. Tschüss. Mögen wir uns bald wiedersehen. Ja, morgen spätestens, ne? Oh, jo. Carlos, irgendwann bringt deine Drogensucht dich nochmal um, Alter. Ja, mach mal. Muss ich dir einfach sagen, mal. Ja, das ist deine Drogensucht, nicht seine. Wen? Seine? Nein, deine. Mir geht's gut, ich bin in Therapie, Mann. Bringt viel, ne, deine Therapie. Na klar, ich öffne mich voll meinem Psychologen gegenüber. Bringt dir viel Diazepam. Ja, widerlich das Zeug. Kannst nicht mal verkaufen, wer will denn sowas freiwillig nehmen, bist direkt von abhängig. Geh kurz rein. Boah, der alte Mann hat immer so negative Laune, ne? Ja, eigentlich bis eben nicht. Wer hat negative Laune? Carlos. Super, Alter, ich will... Ich habe schon gesagt, der ist heute schlecht. So. Ich will nie so alt werden wie der, Alter. Bin aber auch schlecht drauf heute. Oder zur Zeit. Es ist mir sowas von scheißegal, ich mach mein Joint jetzt nicht aus. Helikopter. Helikopter über uns, neben uns, hinter uns? Gerade übers Krankenhaus geflogen. Hoffentlich hat's den Kopf erwischt, ordentlich.
Auto. Wenn ich den kaufe. Wieso dürfen die hier überhaupt parken, Alter? Weil Polizei. Mir egal. Gleiches Recht für uns alle. Boah, da war tatsächlich ein Biff da, Mann. Fahrschule. Bifter Fahrschule? Aha, Bifter Fahrschule. Weißer Bifter? Nee, der war lackiert, glaube ich, in... Keine Ahnung. Dann keine Fahrschule. Haben die wirklich bei der Fahrschule auch solche Teile? Ja. Oh, ist doch nice. Ich sehe meistens immer nur so ein komisches Fahrschulauto. Da warte mal, nee, Blister heißt das. Blister, ja, die aber Elektrokarre? Aber ich meine Strandbuggy, yo. Ach so, nee, das war... Wenn der rot-weiß war, war der vom Russen. Nee, war der nicht. Dann nicht. Nö, Charlie, einfach nö. Ja, gut. Hör auf zu lügen. Klau ich dir eine Krücke. Nein, mach das nicht. Ja, dann kannst du nicht mehr bis zum Möbelpark laufen wegen Wasser. Und ach, drei ich hab Birnen. Ich hab dir Wasser mitgebracht, ne? Oh, voll gut. Ja, schwöre. Sie meinte vorhin, sie ist gelaufen bis zum Möbelpark, wo sie aufgestanden ist. Ja, bin ich auch. Auf Glück. Ja, klar. Dankeschön. Wie denn sonst? Weiß nicht. Wird Naomi auf dem Motorrad erwischt, Alter? Ja. Aua. Ja. Ich bin auf dem Motorrad gefahren und der Emperor und die Olle mit ihrem Emperor hat die da erstmal umgenäht. Weil die Schnalle fährt dann, ne, rennt dann erstmal los und holt sich ihre Stütze ab. Ich höre nicht recht. Boah, ich geh mal Chat, wir gucken drin, ob da irgendwas geht. Pretty nigga is some shit you never hear of. Only thing bigger than my ego is my mirror. Clothes get weirder, money get longer, pretty nigga, pin your hair up. Yo, Nomi, du lebst ja noch. Ich hab dich. Nomi? Ah, die hat Kopfschmerzen. Carlos. Ja. Wie hieß die Olle? Weißt du das? Nee, war mir klar. Hatte die so einen Strohhut auf? Nee, die hatte eine Krone. Also. Sie meinte, wir wären neu. Damn it, Francis.
Oh, ich war hier heute schon zweimal. Das ist das dritte Mal. Ich war schon welche hier. Yo, Fatty. Oder soll ich Zorro sagen? Wenn ich Sheriff. Moves hab ich noch drauf. Ah ja. Nur für dich kurz. Aber ich könnte diesen Werner echt umkloppen, ne? Keine Ahnung, wer Werner ist. Ja, wegen der Lolo-Werkstatt, ne? Was wir etwas überlegt hatten. Er sagt, 4 Wochen dauert das bestimmt, bis ich überhaupt Zeit habe, um mich überhaupt um das Thema kümmern zu können. Ich wette, wenn ich mich in 4 Wochen melden würde, würde er einfach sagen, ja, nee, geht nicht. Warte, du willst eine Lolo-Werkstatt aufmachen? Hatte ich vor, aber hat sich ja, kannst du knicken. Warum? Weil NSC schon so was macht. Habe ich ihm schon erzählt. Ja gut, ich habe keine Ahnung. Was mit NSC erzählt hatte, aber davon wusste der Werner zum Beispiel gar nichts. Bisschen Werner. Ja, das Geile ist, dass die Chefs, die wissen nicht, was die Linke und die Rechte haben. Digga, der Chef ist einmal die Woche da und dann ist er die Woche da und was macht der? Er geht in so einen scheiß Bummschuppen. Ja, ja. Ach, das war der mit dem Anzug im dem Laden, ne? Dieser Weste. Ja. Ja, leck mich, Digga. Ich mach einfach gar nichts, ey. Mir auf den Sack, Alter. Dir noch so den Arsch aufreißen, kriegst hier nichts geschissen, ey. Komm im Land der Arbeitslosen. Schlimmer als Duisburg hier. Wuppertal zusammen, wie ist das denn? Hat der Johnny da draußen stehen gelassen, alleine? Illegal, Wuppertal. Wie steht da mit Dingens? Wie heißt der? Entschuldigung, heißt da noch. Wie heißt der? Schoolboy. Schoolboy, okay. Schoolboy. Ja, Schoolboy. So wie Schuljunge. Ja, genau. Hab ich doch gesagt. Ja, ich hab. Ich hab das anders falsch oder anders verstanden, weil du die Kippe noch im Maul hattest. Sorry. Handy. Ich hab ein Angebot bekommen meiner Frau, den Arsch zu einzucremen, aber ich hab abgelehnt. Weil deiner ich Frau? Ne, mit der ich schon geredet hab. Ich hab gefragt, ob ich hier das Tattoo eincremen will. Wo ist deine Perle eigentlich? Keine Ahnung. Ich dachte, die meldet sich mal. Aber die ist ganz nicht da anscheinend. Oder? Keine Ahnung. Nervig. Gestern nicht gemeldet, vorgestern nicht gemeldet, heute nicht gemeldet. Fühlst du dich alleine? Wieso? Ich hab ja noch euch. Du kommst auch in den Strip-Shop und gibst mir... Oh, du standst da vorne mit dieser Strohfrau, ich komm da hin und du sagst, lass uns bitte alleine reden, ja, Digga, Alter. Sie hat mir gerade was Privates erzählt, sorry, Digga. Ja, hättest du sagen müssen, yo, Kuba, kannst du alles erzählen, Alter, das ist mein Bruder. Nee, ich kann's dir erzählen, weil du mein Bruder bist. Ich hab dich jetzt nicht gekränkt. Oh, ich nehm dir das übel, wirst du merken. Morgen hast du keinen Schlüssel mehr vom Bifter. Juckt mich nicht, wenn du so drauf bist. Jetzt ob es mir scheißegal, Alter. Juckt mich nicht. Juckt dich nicht? Juckt mich nicht. Wurde eine Stunde lang wieder Loge eingeladen von den Hoover Crips. Mein Buggy wurde heute getuned. Ich hatte 2 Autounfälle, habe aber so viel Schmerztabletten und andere Scheiße in mir, dass ich es erst morgen merken werde und wahrscheinlich sterben werde vor Schmerzen. Oh shit. Aber das ist erst morgen, Alter. Wer ist denn die Lederpüppi da? Hm?
Tu nicht so, als hättest du die gar nicht gesehen, Carlos. Doppelt, was geht denn? Jo, nicht mehr viel, du. Ich denke mal, Alter. Ich kann nicht in dir gucken. Gleich irgendwann Feierabend. 7 Stunden haben heute genug erlebt, würde ich sagen, so. Und ich glaube, so viel Krasses kommt da auch nicht mehr, jo. Gleich noch bisschen easy rumchillen. Komm, wir noch viel. Ich hab dich nur fliegen sehen. Weg hier, weg. Wo sind die Autos? Also mein krasser Buggy, den siehst du da hinten, da leuchtet's grün drunter. Komm noch mit. Naomi, hattest du schon immer blonde Haare, Alter? Ja. Okay. Hallo. Hallo. Was hast du? Aua? Wie heißt der Bulli nochmal, Alter? Angebrochen und ein Wirbel hat sich verschoben. Oha, alle voll angeschlagen. Ey, die Alte, ich... Boah, jetzt hab ich den... Morgen, alles... Oh, Cooper, ich hab deine scheiß Karre getankt. Fahr weg! Johnny hat meine Karte voll getankt, Alter. Heute läuft einfach richtig. Eieieieie, der Sink ist da. Das war ja eine 30.000er Tankung, Johnny, danke. Jede 30.000ste Tankung ist gratis für sie. Ihre Run-Tankstelle. Müller sollte gehen. Ja. Dolerus, Cash. Richtig. Uff, Kralle. Richtig. Das ist ja so krass, Johnny, da kipp ich direkt von um. Ja, dann geh und mach Rupert, ich kümmere mich hier drum. Okay. Oh,
Ruf an. Ich hab Dispatch gesendet. Das erste Mal von Joints, Alter. Ehre, Alter. Ehre. Hallo, lass mich jetzt einliefern und machen Krankenhaus-RP und dass ich da übernachte, dann einfach. Ich habe vorhin einen kleinen Autounfall gehabt und jetzt ist er einfach umgefallen. Ich glaube, den hat es doch ein bisschen härter erwischt als gedacht. Super, das ist jetzt 2.30 Uhr oder so. Chill. Ja, nee, nicht Clips, also Nachbarstraße, ne? Ja, das ist, ne? Hier. Hinterm Tattoo-Laden. Hinterm Tattoo-Laden. Okay. So, Dispatch. Dispatch ist gesendet. Alles klar, danke. Richtig gut. Kommt. So wie jemand da ist. Jedes Mal kurz vorm Ende. Oh Mann. Auf jeden. Zu viele Joints heute, Alter. Ich geh nicht mehr auf, ich sag's euch. Lassen Drogen nehmen, wie er will, aber das ist eigentlich ein guter Junge, deswegen. Oh, Johnny, sein Herz, Alter. Ich will schon wissen, was er macht. Ist ein guter Junge, Alter. Oh, das war so schön, Alter. Clip das bitte einer. Warte, Liebe, Alter. True Love. Die Zunge hier aus dem Hals holen, Alter. Übertreib doch nicht, als würde ich immer so abspacken, Alter. Zunge aus dem Hals holen und so. Turn up. Außerdem war die letzte Überdosis am 20. Am 20.04. Also das ist schon ein bisschen her, ne? Das ist schon. Also so ist ja nicht, ne? Ich habe meine letzten 13 Cent zugesteckt. der hat noch nicht mal Kohle, um die Arztrechnung zu bezahlen. Der ist komplett pleite, ne? Da kann ich einfach nur sagen, das ist unser Lifestyle, genau. Saga, Saga. Egal, damit zahle ich die. Just live this here lifestyle. We can't skate from the bottom to the top. My lifestyle. Nigga living life like a beginning. This is only beginning. Nigga, I'm on the top of the mountain puffing on clouds. Nigga still beginning. Me and five on the Visa card. 100 bands, dollar, lots of fucking ties. Nigga serving quite well. Ist so immer. Scheiße drauf, Alter. Guter Junge, guter Junge ist so, Alter. Johnny Erde. Guten Abend. Hallo. Ja. Was ist passiert?
So. Oh Scheiße, was passiert, Mann? Das wollte ich Sie gerade fragen. Vielleicht die ein oder anderen Medikamente und Drogen, die sich heute nicht vertragen und gerade vielleicht welche kicken, die nicht kicken sollten. Ich spare mir jetzt mal den Test. Oh, können wir gerne machen, wenn da mal alles anschlagen soll so und sie ein bisschen flexen wollen bei den Kollegen, dann würde ich sagen, turn up, Bruder. Der zeigt mir bloß an, ob positiv oder negativ. Ja, dann würde ich mal sagen, positiv. Ja, so muss... Heute war ein guter Tag. Ja. Aber irgendwie... Wie geht's Ihnen denn jetzt? Fangen wir mal damit an. Also... War schon mal besser, würde ich sagen. Das ist anzunehmen. Wie viel Uhr haben wir das? 1:30. Ja. Cool. Kann sie mir einen Gefallen tun? Davon, was das ist. Können Sie mir so verdammt vier Ringellösungen oder so im Krankenhaus dran packen? Davon wird das aber auch nicht schneller. Ja, aber... Dann geht's mir, glaube ich, ein bisschen besser schon mal. Also ich habe Ihnen jetzt schon mal ein bisschen eine Ringe dran. Die läuft jetzt durch und die sollte eigentlich auch reichen. Weil allzu viel Ringe, das verträgt sich dann nicht. Okay, Mann, Sie sind der Mediziner. Wie gesagt, eine Ringe ist schon in Ordnung, aber doch nicht. Ja. Es wird nicht mit jeder besser, wohlgemerkt. Nee, ich kenne das manchmal, dann haut man sich ein paar Upper rein und dann zieht man sich doch wieder einen Downer rein, dann aber ein bisschen zu viel. Ja, ansonsten sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, sie mitzunehmen. Das hört sich fresh an. Muss da eine Rechnung gemacht werden? Wenn ja, dann könnte die an mich machen. Das können wir schon mal machen. Na gut. Haben Sie vielleicht noch ein paar Ibus dabei? Nee, ich hab leider nichts dabei. Okay. Das hört er alles. Okay. Ibus habe ich tatsächlich gerade keine dabei. Scheiße, Mann. Guck mal, meine Schuhe ausziehen, ist irgendwie verdammt warm. Ja, das ist ganz normal, dass ihnen ein bisschen warm ist. Aber ich würde sagen, ärztliche Empfehlung meinerseits, es reicht für heute. Ja, ich wollte gerade eigentlich schlafen gehen, dachte mir so ein bisschen, geht noch, aber... Ja, genau. Geht halt nicht. Doof. Aber ansonsten würde ich sagen, das war's dann von unserer Seite aus. Ja, fresh, Mann. Also kann ich mich jetzt hinlegen? Ja, ich bitte, ich würde es Ihnen empfehlen. Ja, nice. Es ist ja gut, dass ich hier direkt wohne, hä? Ja. Okay, vielen lieben Dank für die Hilfe, Mann. Gerne doch. Schönen Abend. Ja, genau. Scheiße, was ist passiert? Keine Ahnung. Ich fühle mich dreckig, ich muss schlafen. Geh jetzt da hoch. Okay. Dann schlaf gut. Gute Nacht. Danke euch, haut rein. Ja, no, kein Thema. Der Medic war ja lame. Nicht mal so, was haben sie denn heute alles genommen oder so, sondern einfach nur abgefertigt. Na gut, dann legen wir uns hier schlafen.
push it to the limit. Aber heute gehen wir hier schlafen, genießen die Sterne und werden uns einen runterholen. Also einen Stern, wisst ihr, wie Jack immer sagt. Nee, nicht tanzen, Bruder. Tanzen ist zwar in Ordnung, liegen. Ballern, Bruder. Ja, alles erreicht heute, würde ich sagen, oder? War gut auf jeden Fall. War gut. Guck mal, wen wir noch hosten können. Rakim spielt was, ja. Auch wenn es kein GTA ist, schicke ich euch trotzdem zum Rakim. Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat Bock gemacht. Wir sehen uns morgen in aller Frische wieder. Haut rein. Machet gut alle. Und Pace. Easy, believe me, we Gucci.